und herzlich willkommen zu Simon Time, live on tape aus London. Heute mit einem ganz besonderen Spiel, von dem ich nahezu nichts weiß, außer dass es sehr David Lynch-esk ist. Man sagt Kafka-esk, okay, man sagt auch Kretschmer-esk, wenn etwas sehr, 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 sehr gut ist. Aber Lynch-esk, weiß ich nicht, ist egal, werden wir heute nicht mehr rauskriegen, denn ich kann nicht in den Chat gucken, denn leider habe ich den Chat nicht hier. Wir spielen Virginia, ein Spiel, das mir empfohlen wurde von meinem herausragenden Kollegen Fabian. Der hat mir gesagt, das wäre was für dich. Und ich habe mir einen Trailer angeguckt, der ging nur eine Minute, war grafisch interessant und inhaltlich sehr spannend. Und deswegen habe ich direkt gesagt, komm, ist gekauft, ne? Ist sofort gekauft. Kostet 9 Euro, scheint wirklich das Geld wert zu sein. Es ist, ja, wie gesagt, eine Art spielbarer David Lynch-Film. Es wurden auch andere Vergleiche aufgestellt mit Stranger Things und all dem, was so ein bisschen 90er Jahre FBI-Krimi-Feeling hat. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Hab keine Ahnung, was mich erwartet. Gucken wir mal, ne? Warum eigentlich nicht? So, schalten wir doch mal um. Und es geht los. Viel Spaß. Okay, jetzt bin ich als erstes mal gespannt, ob ich mit dem Controller überhaupt irgendwas machen kann. Nein, kann ich gar nicht. Gut, dann muss ich wohl mit der Maus spielen. Das ist aber auch okay. Die muss ich nur gerade von einem anderen Rechner abziehen. Dididim, sagt der Rechner und wundert sich, warum er plötzlich keine Maus hat. Ist das für einen Rechner so wie für einen Menschen, wenn er keine Hand mehr hat oder der Arm weg ist? Ist es so für den Rechner, wenn er keine Maus mehr hat und nur noch dieses krümmelige, erbärmliche Touchpad? Ich weiß es nicht. Ich werde es hoffentlich nie erfahren. So, Spiel ist drin. Maus geht nicht. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es losgeht. Viel Spaß. So, jetzt aber. Thank you.
Meine Güte, war das spektakulär. Da fliegen einem ja die Ohren weg und ziehen nach Holland oder so. Wahnsinn, absolut geile Mucke. Da muss ich gleich erstmal jetzt gucken, wie was weitergeht. Sehr spannend. Okay, ich nehme an, das ist jetzt der Moment, wo ich schon was machen kann. Ich habe jetzt den Controller doch angeschlossen. Geht auch. Dann schaue ich mich mal um. Ist lustig, dass mein erster Gedanke war, du musst diese Toilette spülen. Ich bin noch sehr im Deus Ex Toilettenspülwaren. Okay, ich weiß natürlich nicht, was ich jetzt hier machen kann. Ich kann mich umgucken, ja. Ich drück mal was. Da ist offensichtlich jemand völlig fertig und kurz vor seiner Matheprüfung. Bei Telltale wäre das jetzt ein kleines QTE gewesen. Drücke A, drücke A, drücke nochmal Alter, wie die Musik einen anpeitscht. Dabei macht man gar nichts. Man steht in der Schlange. Dramatisches in der Schlange stehen. Was wird geschehen? Ne, ich muss zugeben, es ist schon die Situation an sich erzeugt schon so eine Gänsehaut. Das ist alles so strange. Dieses rote Licht. Die stehen alle so still und stumm da. Niemand redet. Und man fragt sich, was passiert, wenn ich das Ende der Schlange erreicht habe? Ach, ich muss drücken. Ach du Scheiße, wer bin ich denn? Bin ich etwa wichtig? Oh, mein Albtraum. Eine Rede. Absoluter Albtraum. Ah, okay, ich werde nur zum FBI-Agenten. Das ist okay. Ja, ich bin's. Klassenbester.
Oh. Da hört man ein Beatmungsgerät im Hintergrund, als wäre ich eigentlich, um jetzt mal direkt zu spekulieren, als wäre ich tot oder halbtot oder im Koma oder träume oder hab was sehr, sehr Schlechtes gegessen. Hier kann ich auch nicht mehr lang. Okay. Ich verstehe gar nichts. Aber ja, genau so habe ich es mir eigentlich auch erwartet. So habe ich es mir versprochen. Geh nach Hause direkt erstmal an den PC. Seid doch ehrlich, das machen wir alle. Oh. Na gut. Das geht leider nicht. Aha, entweder ist jemand gerade ausgezogen oder eingezogen. Meine Güte, das sind wir ja selbst. Oh, ein Traum. Oh, das ist mein Albtraum. Ja, genau. Oh. Jetzt weiter schlafen für die nächsten 25 Wegsessions, die man auch wegsnoost. Lassen Sie mich in Ruhe, Wecker. Ah, Schminki, Schminki. Was denn? Eine FBI-Agentin braucht keinen Lippenstift. Denn sie hat das Gesetz auf ihren Lippen. Ergibt gar keinen Sinn. Ist doch egal. Ich bin FBI-Agent. Haben Sie ein Problem damit, dass meine Worte keinen Sinn ergeben? Man kann das Orchester förmlich riechen. Das finde ich sehr interessant, diese filmischen Schnitte innerhalb des Spiels erinnern mich immer an 30 Flights of Loving. Das kennt wahrscheinlich kaum jemand von euch, aber da habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen, dass so in dem Spiel aus der Ego-Perspektive geschnitten wird, wie in einem Film. Das macht einen ganz abgefahrenen Eindruck, finde ich immer. Also man ist das irgendwie noch nicht gewohnt. Keiner redet viel, alle haben Glatzen. Aber immerhin machen sie keine Sims-artigen Grunzgeräusche.
Man erkennt, dass es die 90er sind, weil hier überall noch fette Röhrenmonitore rumstehen. Oder es ist finanziell stark unter seinen Mitteln, das FBI. Kann ich hier die Lampe rausziehen? Nein. Hier darf man nichts manipulieren. Die Kulissen werden gefälligst in Ruhe gelassen. Das ist mein Büro. Viel Luft zum Tanzen zum Beispiel. Oh, jetzt soll ich mich setzen? Ich will aber lieber stehen, na gut, weil sie es sind. Highest of the Assistant Director's Office, Special Agent Maria Halperin is to be suspect. Oh, dann kann man es gar nicht fertig lesen. Keine Zeit, muss Fall lösen. Okay, wir suchen wohl diese Person. Reime ich mir jetzt mal aus dem Kontext zusammen. Ich erwarte eigentlich hinter jeder Tür Fox Mulder, wie er in seiner kleinen Kammer sitzt. Oh! Interessant. Ist verwirrt. Sie versuchen wirklich jede Art von Kommunikation zu vermeiden. Alles nonverbal, visuell. Jetzt kriege ich ein weiteres Dokument. Geben Sie es mir. Ich sammle Dokumente. Nee? Moment, ist das nicht die Person, die ich gerade gesucht habe? Okay. Also ich muss sagen, durch die Schnitte muss man ja auch recht viel verschiedene Umgebungen bauen. Und das haben sie echt gut gemacht. Also man hat immer das Gefühl, dass in jeder Location auch ordentlich Liebe steckt, um das mal so zu formulieren. Also die Bäume hier, das sieht alles sehr schön aus. Würde ich Urlaub machen. Ich nehme jetzt an, ich suche gar nicht die Dame, sondern das ist meine Kollegin, mit der ich zusammen jetzt vielleicht auf die Suche gehen soll nach dieser vermissten Person. Ist sie das hier? Ich werde es nie erfahren. Ist auch sehr proletenhaft, hier direkt sein FBI-Badge liegen zu lassen. Die Stadt der Stummen.
Ich nehme an, ich soll jetzt einfach warten und mir die Musik anhören und mir überlegen, wann ich das letzte Mal ein Café für 25 Cent gesehen habe. Also da habe ich noch nicht gelebt. Die Rechnung. Dieser Kaffee kostet sie einen Smiley. Ah, das ist die vermisste Person. Jetzt haben wir also alles endlich aufgelöst, mehr oder weniger. Ich habe auch einen so schönen Ausweis. Es ist immer der Priester. Irgendwie finde ich das sehr schön, dass man sich diese ganzen Laufwege spart und auch dieses Rumgeirre in irgendeinem Haus. Es geht direkt zur Sache. Gut, dann durchsuche ich mal das Haus jetzt nach Hinweisen oder vielleicht ist die Person ja auch einfach, hat ein bisschen länger geschlafen und liegt hier irgendwo. Alles ist möglich. Meine Güte, aus einem derart religiösen Haushalt würde ich aber auch flüchten. Überall eine Bibel, dass man immer eine zur Hand hat. Lukas, hier wohnte er. Eine Kamera mit geöffnetem Film würde auf den ersten Blick jetzt für mich so wirken, als hätte er Fotos gemacht, die er besser nicht gemacht hätte, und dann hat ihm jemand entführt und den Film geklaut. Fall gelöst, würde ich sagen. Aha. Nix. Gar nix. Aber irgendwas hier ist doch irgendwas, oder? Seht ihr das? Das, dieses rot angemalte, na gut, okay, das kann natürlich auch... Nee, ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein Geheimraum, das weiß doch jeder. Jeder Schrank hat einen Geheimraum. Okay, das ist halt aber ein ziemlich ordentlicher Entwicklungsraum. Wie heißen die? Eine Dunkelkammer, genau. Kann ich da nicht rein? Hallo? Nee? Doch. Jetzt bin ich ja mal auf die Fotos gespannt. Ein Mann, er ist Pilot. Oder so. Ein Wasserturm. Noch mehr Wassertürme. Das kann ich nicht wirklich erkennen. Die Mutter und der Sohn. Okay. Soweit recht unspannende Fotos. Aber man weiß ja nie, was man noch findet. Nee, hier ist nichts. Hier vielleicht. Ach, Büffel! Danke! Also sie hat ihn jetzt wirklich erst kurz vor dem Aufprall gesehen, diesen gigantischen 2 Meter Büffel. Da ist aber auch bald mal wieder eine Fahrprüfung fällig. Oder vielleicht einfach die Sehstärke überprüfen. Augenarzt.
Brille vielleicht sogar. Oh, das kennt man ja aus so vielen Horrorfilmen, diese typischen Tankstellen im Nirgendwo. Immer von irgendeinem buckligen Massenmörder bedient. Aha. Was genau hast du da gesucht? Hier vielleicht? Hm. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Es ist 7 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. $20 für eine Pizza. Spinnt ihr, Leute? Oh, die würde ich hier holen. Oh, Käse. Nur Käse, keine Soße. Das ist wahrscheinlich die beste Pizza, die ich je gesehen habe. Die gibt es leider nicht. Aber ich habe gerade beschlossen, dass ich hier in London ich habe vergessen, wie er heißt, aber es ist ein fantastischer Pizzaladen. Habe ich auf Instagram mal verlinkt, weil ich die Hoffnung hatte, wenn ich verlinke, kriege ich vielleicht eine Pizza umsonst. Hat nicht funktioniert. Aber jedenfalls machen die wahnsinnig geile Käsepizza. Im Grunde machen die aus dem Teig so eine Art Form und dann gießen die einfach tonnenweise Pizzasoßen, Kram rein mit Käse. Es ist brillant. Es ist mit die beste Art, eine Pizza zu machen. Wer braucht Fleisch, Gemüse, Zwiebeln? Das ist alles Käse. Also sprichwörtlich in dieser Pizza dann. Okay, jetzt habe ich Hunger, aber nicht wirklich was erreicht. Warum geht die Alte eigentlich alleine ohne mich dahin? Oh, ich will zu diesem Grabschautomaten. Der Grabschomat. Habe ich noch nie was gewonnen drin. Schon so oft gemacht, noch nie was gewonnen. Okay, gucken wir mal in das Handschuhfach. Für das man eigentlich langsam mal einen anderen Namen bräuchte, denn Handschuhe sind da schon lange nicht mehr drin. Aha, Maria Halperin. Maria Ortega. Selber Vorname, unterschiedliche Nachnamen sagt mir jetzt erstmal nichts. Aber warum schnüffeln wir eigentlich hier rum? Hey Boys! Alter, fuck you! FBI, ne? Kann man direkt in die Brust schießen, wenn ich dich wieder sehe. Ich darf das. Kann keiner was machen. Das war's. Die kommen jetzt sicher noch mal wieder. Ich mag diese Location, dieser Sternenhimmel, die Wolken, selbst die Wolken sehen schön aus. Und das war der erste Tag, ein harter Tag als FBI-Agent. Ich muss Start drücken, denn wir machen jetzt kurz eine Pause. Wir spielen auf jeden Fall gleich nochmal weiter. Und ich habe auch so ein Gefühl, als würden wir Virginia noch öfter sehen, als würden wir hier vielleicht sogar nochmal eine längere Runde mit dem Spiel verbringen. Jetzt aber erstmal nur noch eine weitere halbe. Wenn ihr dran bleibt, dann geht es gleich weiter. Dann werde ich hier auch mal. Die Lautstärke war vielleicht ein bisschen zu laut. Müssen wir mal gucken, werden wir alles einrichten. Ja, und dann spielen wir zusammen weiter Virginia ein, wie ich finde, sehr interessantes Spiel mit einem David Lynchigem Azi-Fazi Cel-Shading-Style und Look. Es geht um einen FBI-Agenten, der die ganze Zeit einfach nichts sagt und im Auto sitzt und rumschnüffelt, selbst bei ihrer Kollegin. Mit der würde ich nicht arbeiten, ne? Aber man kann sich ja nicht aussuchen, mit wem man arbeitet. Das hätte jetzt besser funktioniert, wenn ich bei Rocket Beans sitzen würde. Hier in London denkt sich jeder, was meint er? Ne? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Gleich. Tschüss. Ah, Simon, halt doch einfach die Fresse. Musst du denn immer noch ein Wort sagen? Ja. Warum? Jetzt schaltet endlich ab!